Es tut mir leid, dass ich immer im genau falschen Moment die Folge beende. Es tut mir wirklich leid. Willkommen zurück zu Epic Chef. Ja, das vorletzte Mal habe ich ja hier beim Schlafengehen beendet, kurz bevor er halt eben noch in einer kleinen Sequenz das Buch unter seinem Bett versteckt hat. Das war jetzt nicht wirklich weltbewegendes. Jetzt hat ja jemand geschrien da draußen und ich habe gesagt, ha, komm, hier, geiler Moment für einen Cliffhanger. Und ja, es war auch ein geiler Moment für einen Cliffhanger. Allerdings ging es dann ein bisschen weiter. Ich konnte nämlich nicht abspeichern. Er ist dann runtergegangen, beziehungsweise ich bin mit ihm runtergegangen und er hat festgestellt, dass da nichts ist. Und dann ist er wieder schlafen gegangen. Mehr war nicht. Und dann habe ich halt die Folge, dann habe ich halt eben beendet. Eigentlich. Warum redest du da unten? Mit wem redest du oder öffnest du einfach gerne mal den Mund, wenn du morgens halbnackt aufstehst? Gegen Mundgeruch, neue Methode. Einfach mal den Mund ein bisschen durchlüften. Mit wem redet der? Mit der Wand? Ich rede hier mit den Zuschauern. Ich habe einen Grund, du nicht. So, in die Stadt gehen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Ich sollte mich vielleicht mal was anziehen, oder? Gibt es hier irgendwo die Möglichkeit, sich umzuziehen? Ich bin die ganze Zeit halb nackt. Es wurde mir bis jetzt nicht verdeutlicht gemacht, dass ich mich hier umziehen kann überhaupt. Was sagt denn unser Golem-Freund? Geht's ihm eigentlich gut? Hat der nachts geschrien? Hat er einen Albtraum gehabt? Oh. Was passiert hier? Er denkt an Tomaten, er denkt an Kartoffeln. Er denkt an Karotten. Was passiert hier? Okay, ich habe mit B jetzt das Ganze abgeschlossen. Was war das? Ich habe keine Ahnung, was das war. Ich nehme jetzt einfach mal mein Gemüse hier. Aber unsere Hauptaufgabe liegt jetzt erstmal in was anderem. Denn wir müssen in die Stadt. Das steht über uns. Ab in die Stadt. Da gehen wir jetzt hin. Kann ich eine Abkürzung nehmen oder muss ich den langen Weg gehen? Hier zum Beispiel. Da bin ich nämlich noch nicht durchgegangen. Oh, schön sieht das aus, ne? Generell muss ich sagen, ich finde das Spiel echt schön von der Grafik her. Klar, es ist gewöhnungsbedürftig, diesen Stil zu mögen oder nicht zu mögen. Das ist halt jedem selbst überlassen. Aber ich finde von der Grafik her, wie dieser Stil aufgemacht worden ist, finde ich echt sehr, sehr schick. Und wie soll ich in die Stadt gehen, wenn da so ein kleiner Mini-Koch mit einer riesigen Kochmütze und einem Schaf, Esel mit einem riesigen Kochmütze, mit einem ja, riesigen Kochmütze, mir den Weg versperrt? Was ist los mit euch? Seid ihr doof? Geheimnisvoller Ritter. Halt, du verfluchter Schurke! Halt, im Namen des guten Geschmacks! Hey, wo kommt das denn her? Nimm das zurück! Nein, du lebst in der verfluchten Villa. Versucht nicht, es zu leuchten. Zu leugnen. Ich habe gerade Kassler gegessen. Vielleicht steckt mir noch irgendwas zwischen der Zunge. Vor allem zwischen der Zunge, ne? Oh, ich verstehe. Schätze, ich bin jetzt wirklich ein verfluchter Schurke. Genau wie ich vermutet habe, du wirst keinen Fuß in unsere reine Stadt setzen. Ich war schon in deiner Stadt. Bis jetzt habe ich nur Korruption, Schlägereien und Alkoholismus gesehen. Nichts davon sieht für mich sehr rein aus. Du anmaßender Schuft! Ambrosia ist eine Bastion der höchsten aller Künste, der Küche. Und ich werde dafür sorgen, dass es so bleibt. Du kannst deine Küche für dich behalten, aber ich will rein, um Vorräte zu holen. Ich kann nicht ewig auf einer Holzplanke schlafen. Das soll nicht geschehen, Schurke. Du willst die Ausgeburt dieser verfluchten Erde in die Stadt bringen. Du bist eine Bedrohung für alles, was köstlich ist. Fluch der Erde? Versuch, etwas darauf zu pflanzen. Du wirst schon sehen. Ich muss zugeben, dass die Dinge ein bisschen schneller gehen, als ich erwartet hatte. Siehst du? Es ist üble Magie, die das Land heimsucht. Es ist mir egal, was du denkst. Lass mich durch. Nein! Ich kann nicht riskieren, dass jemand, der von der Magie dieses Ortes verdorben ist, die Stadt betritt. Du musst deine Reinheit beweisen. Ich fordere dich zu einem Duell heraus. Okay, komm. Tritt ihn ordentlich in die Eier und das Thema erledigt. Lass uns nicht gleich zu Gewalt greifen. Nicht diese Art von Duell. Ein kulinarisches Duell. Du wirst dein Gericht mit Zutaten aus deiner Villa zubereiten und ich werde reine Zutaten aus meiner eigenen verwenden. Der hat doch viel mehr Auswahl. Das ist doch voll unfair.
Beide Gerichte werden von einer Jury von höchster Reinheit und raffiniertem Geschmack verkostet. Sie wird feststellen, ob dein Essen frei von Unreinheiten ist. Wenn die Jury dein Gericht gutheißt, erhältst du meinen Segen. Wer ist diese Jury? Ist sie im Inneren des Zeltes? Nein, die Jury ist kein anderer als mein treues Reittier, Stallione, das Pegasuhorn. Pegasuhorn? Kann ich das Horn mal sehen? Es wird gerade von einer enormen Mütze verdeckt. Es ist ein Esel. Du meinst den Esel? Der Esel wird die Jury sein. Es ist kein Esel, es ist Dieter Bohlen. Kann man mal verwechseln. Er ist ein mächtiges, magisches Biest. Okay, das passt jetzt wieder nicht zu Bohlen. Nein, ist er nicht. Er ist nur ein Esel mit einem dummen Hut. Es sieht nur so aus, weil er geschickt versteckt ist, damit unsere Feinde ihn nicht orten. Ist das die Aluhut-Variante im Tierreich? Damit er nicht vom Weltall aus irgendwie geortet werden kann? Dagegen kann ich nichts sagen. Also ich bring ihn dazu, etwas von meiner Farm zu essen und du lässt mich durch. Wenn er dein Gericht dem meinen vorzieht, habe ich keine Zweifel an deinen Produkten. Aber du musst sie hier kochen. Bring deine Zutaten und wir werden uns bis zum Tod duellieren. Bis zum Tod? Ja, eben. Bis zum Tod? Um jeden begründeten Zweifel an der Genießbarkeit deiner Produkte auszuräumen. Aha. Ja, na gut. Zutaten habe ich ja gerade eben geerntet, das heißt, eigentlich hätten wir ja schon was. Die Frage ist nur, reicht dieses Popelgericht, was wir bisher für den Golem gezaubert haben, reicht das schon aus, um den feinen Geschmack eines Esels zu überzeugen? Ich meine, was isst der denn sonst so den ganzen Tag? Kaviar, Croque en Bouche, Nouvelle de Cuisine, was auch immer für Wörter mir gerade einfallen, die irgendwas mit Essen zu tun haben. Der frisst Dreck, wie man gerade hier sehen konnte. Den muss ich eigentlich überhaupt nicht überzeugen. Ich drehe den gegen Schienbein und alles gut. So. Die Frage ist nur, soll ich ihn jetzt schon wieder ansprechen? Bist du bereit? Ah, okay. Ich habe ja Zutaten. Mal gucken, was mal rauskommt. Und ob ich bereit bin. Lasst die Prüfung beginnen. Zestlöses, geheimnisvoller Ritter. Ich wollte gerade sagen, muss ich nochmal drücken? Ah, das ist spannend. Ich find's cool. Alter. Okay. Also lasst uns den Esel namens Dieter, ich habe ihn so getauft, den Dieter-Esel überzeugen. Geschmäcker des Jurors sind Kartoffeln, Tomaten und Karotten. Das heißt in der Hinsicht alles so wie beim alten. Da können wir nicht viel falsch machen. Das ist das einzige Rezept, was wir beherrschen. Ist also alles in Ordnung. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass der Tag so verläuft. Ich auch nicht. Psst, Ruhe jetzt. Die Jury wird die Wettkampfbedingungen festlegen. Sollen wir jetzt dem Esel lauschen oder was? Kartoffeln, Karotten, Tomaten. Was eine Überraschung. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Was war das denn jetzt? Die Jury hat die Zutaten für den Wettkampf festgelegt. Hast du nicht hingeschaut? Ich habe etwas gesehen, so viel ist klar. Die Jury möchte 3 ausgewählte Zutaten von deiner Farm probieren, damit du ihm nicht irgendeinen Müll servierst. Alles klar, auf geht's. Na dann. Gut, was haben wir gelernt? Hier kriegen wir Bonus, wenn wir die Karotte als erstes reinmachen. Ne? Wir haben Zeitdruck? Nee, haben wir nicht. Wir können uns also Zeit lassen. Also ich sehe zumindest keinen Zeitdruck. Wenn wir die Karotte als erstes reinmachen, dann kriegen wir Bonus. Dann muss die Tomate rein, weil als letztes muss die Kartoffel rein, weil die nur Bonus gibt, wenn die Tomate schon drin ist. Also erst Karotte. So. So. Und immer schön wenden auch, ne? So. Dann machen wir die Tomate rein, genau. So, ist das schön. Ja. So, dann wenden wir das Ganze hier nochmal schön. Nochmal ein bisschen umrühren. Und dann als letztes die Kartoffel. Mmh, das sieht doch lecker aus. So, schön. Oh, warte, fertig. Oh.
Ich habe ein bisschen anbrennen lassen. Ich habe nämlich nur 13 gekriegt. Ich hätte es bei 15 schon schaffen können. Das war ein bisschen schlecht von mir. Die Spannung steigt. Ja. Ich würde mal sagen Schiebung. 200 zu 5? Mann, 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 stopp. Was gibt es? Was zur Hölle macht das Ding? Er legt fest, welches Gericht er zuerst probiert. Seine Entscheidung hängt vom Aroma ab. Dein stinkt nach faulen Eiern. Und wie entscheidet er, welches Aroma ihm am besten gefällt? Nun, er wird zuerst das Gericht mit der höchsten Aromapunktzahl probieren. Okay, und wie erhöhe ich meine Aromapunktzahl? Ganz einfach. Beim Kochen lässt du die Energie, Leidenschaft und Raffinesse-Geschmäcker in der Pfanne und rührst sie, bis sie beinahe verschwinden. Das wird das maximale Aroma erzeugen. Aber Vorsicht, wenn du die Aromen zu lange stehen lässt, verschwinden sie und du bekommst weder für das Aroma noch für das Gericht überhaupt Punkte. Verstehe, also muss ich Risiken eingehen, um Aroma zu erzeugen. Nun ja, aber in meinen Wettkämpfen möchtest du vielleicht, dass die Jury dein Gericht zuerst probiert. Und dafür brauchst du eine hohe Aromapunktzahl. Warum sollte ich das wollen? In diesem Wettkampf spielt es keine Rolle, aber vielleicht trittst du bald gegen jemanden an, der Soßen verwendet. Soßen? Soßen sind... Schau, wir sind gerade mitten in der Sache. Kommt Zeit, Rondrat. Staglione will scheinbar mein Gericht zuerst probieren, also wird es jetzt die Gerichtsprobe starten. Gerichtsprobe. Gütiger Temperus. Ich wollte gerade sagen, was war das? Das waren alles Smileys? Okay, dem Esel geht einer ab. Das sieht ja gruselig aus. Verdammt nochmal, was war denn das gerade? Das würde ich auch gerne mal wissen. Das war die Gerichtsprobe. Die Jury hat einen ersten Blick auf die Zutaten des Gerichts geworfen. Da ich eine Kartoffel verwendet habe und er sie gerne isst, war seine Rückmeldung positiv. Der entsprechende Bonus wird auf meine Gesamtpunktzahl angerechnet. Was war dieser Schlaganfall? Bist du sicher, dass wir nicht zum Tierarzt müssen? Weißt du nicht, wie echte Leidenschaft aussieht? Nachdem die Zutaten ausgewertet wurden, probiert die Jury das Essen und beurteilt die Aromen des Gerichts. Er wird Energie, Leidenschaft und Raffinesse unabhängig voneinander bewerten und Boni für jeden Geschmack hinzufügen, wenn es Multiplikatoren gibt. Im Moment wurden keine Boni oder Strafen festgelegt, daher hat die Jury einfach die Gesamtpunktzahl jedes Geschmacks gezählt und sie der Gesamtpunktzahl des Gerichts hinzugefügt. Nur zur Erklärung. Beeinflusst das bereits erwähnte Aroma die Gesamtpunktzahl? Nein, nur die Gerichtsauswahl zu Beginn. Verstanden. Alles hängt also vom Aroma der Analyse der Zutaten und der Geschmacksprüfung ab, die vom Geschmack der Jury beeinflusst werden. Sozusagen. Jetzt ist dein Gericht an der Reihe. Aktuell ist das Aroma nicht wichtig, da die Gerichtsplatzierung für diese Runde bereits abgeschlossen wurde. Staglione fährt mit der Analyse der Zutaten und der Geschmacksprüfung fort. Dann wird er den Sieger küren. Pass auf! Da sind Kartoffeln bei. Ich hoffe, er mag sie. Ja, bis jetzt. Ich habe ja jetzt schon mehr Punkte. Ja, friss dich satt, komm. Darfst auch rülpsen, wenn du Bock hast. Habe ich gewonnen? Alter! Alter, wie geil war denn diese Szene gerade? Victory! Wieso bist du so traurig, Cess? Nun, Schurke, du hast die Prüfung bestanden. Es steht dir frei, die Stadt mit meinem Segen zu betreten. Endlich. Vielleicht gelingt es mir jetzt, ein paar anständige Möbel für mein Haus zu finden. Du scheinst es wirklich ernst zu meinen, diese traurige Villa zu erlösen. Welche Wahl habe ich denn? Sie ist alles, was ich besitze. Aha, aber nur für den Fall. Nimm das. Jetzt schlägt er mich K.O., ne? Ich habe langsam satt, mit schwerem Werkzeug beworfen zu werden. Einer von euch wird mich noch verletzen und das werde ich nicht einfach so wegstecken. Es soll dir helfen, diese Höhle des Bösen zu zerstören. Oder zumindest die Teile, die du für unrettbar hältst. Aha. Aha, danke. Mach's gut, Schurke. Mögest du wahre Köstlichkeit entdecken.
Der Esel kann die Karotte nicht sehen. Dem seine Mütze ist über die Augen, du Tierquäler. Dieser Ort ist eine Irrenanstalt. Aber hoffentlich ist es eine Irrenanstalt, in der man irgendwo ein Bett kaufen kann. Frag doch mal in einer Irrenanstalt nach. Die haben bestimmt noch ein Bett frei. Und eine Zwangsjacke vielleicht auch. Okay, genau. Den Ritter besiegen haben wir geschafft. Jetzt können wir auch endlich in die Stadt gehen. Es sei denn, es sperrt mir hier wieder... Das sieht ein bisschen zu aus da vorne, ne? Hey, Speck! Machst du das Tor auf? Ich will in die Stadt kommen. Oh, du bist es. Schön, dich zu sehen, dass du noch lebst. Ich dachte, ich würde dich früher wiedersehen. Oder nie wieder. Ich konnte nicht reinkommen. Da war ein Typ am Eingang, der mich nicht durchlassen wollte. Ein Typ? Ja, verkleidet als Ritter. Er hat mich zu einem Duell herausgefordert. Ein Duell? Ja, er hatte einen riesigen Löffel dabei. Einen riesigen Löffel? Ja, er wollte, dass ich ein Gericht für seinen Esel koche, um sicherzustellen, dass meine Zutaten nicht verflucht sind. Für seinen Esel? Ja, Staglione, das Pegasuhorn. Und du hast ihn nicht gemeldet? Nein, er war einfach nur ein malerischer Typ. Du hast also einen Ritter mit einem riesigen Löffel kennengelernt, der herumläuft und Leute zu Duellen herausfordert, um seinen Esel zu füttern, den der Staglione das Pegasuhorn nennt. Ja. Und du hast nicht daran gedacht, dass er vielleicht psychologische Hilfe braucht. Oh Gott, ich liebe dieses Spiel, ey. Entschuldigung. Oder dass er ein gefährlicher Psychopath sein könnte. Wieso, war doch ganz normal. Aber nö, eigentlich nicht. Nein, natürlich nicht. Du dachtest nur, er sei malerisch und ließ dich fröhlich in seine verrückte Erzählung fallen. Nun, es ist nicht so, dass es einfach ist, so zu sagen, was hier normal sein soll. Was meinst du? Nix. Überhaupt nichts. Ich verspreche dir, dass ich dir alles berichte, was mir in Concordia unpassend vorkommt. Das wäre klug. Also brauchst du irgendwelche Infos, während ich die Tür öffne? Ja, ich muss ein neues Bett kaufen. Bestehst du immer noch darauf, in dieser Todesfalle zu leben? Ja, das Haus ist vollkommen in Ordnung. Wir werden sehen, was du denkst, wenn du die Schreie der Verdammten hörst. Aber wenn du dir so entschlossen bist... Vielleicht möchtest du in der Tischlerei Heiliges Holz an der Handelsstraße nachsehen. Dreh dich nach dem Verlassen des Tunnels einfach ein paar Mal nach links. Gut, danke Speck. Nun, da ich dich nicht überzeugen konnte, diesen Ort zu verlassen, sollte ich dir helfen, ein schönes Bett zu finden. Wenigstens wirst du in Frieden ruhen. Ho, 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 he, 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 ja. Oh Gott, ich liebe dieses Spiel einfach, es ist einfach so cool. Also, der Humor ist einfach göttlich, wirklich. Aber die Schreie haben wir ja tatsächlich gehört, ne? Wird geladen, okay. Ich wollte gerade sagen, wieso geht's nicht weiter? Anscheinend wird das Spiel gerade geladen. Jetzt. Speck hat mir den Weg zur örtlichen Tischlerei gezeigt. Ich muss mehrere Male nach links. Jetzt können wir auch mit den Bewohnern reden. In dem Ladescreen sieht man auch immer mal wieder Informationen darüber, was man hier in diesem Spiel machen muss. Zum Beispiel wird auch einem in dem Ladescreen gesagt... Also wenn ich das Spiel starte, jetzt vielleicht jetzt nicht hier, aber wenn ich das Spiel starte, rede mit den Bewohnern und erfülle Missionen für sie, dann kriegst du Geld. Aktuell haben wir, wie ihr oben sehen könnt, null. Wir haben gar kein Geld. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall irgendwann auch mal machen. Und du siehst aus wie der perfekte Wegweiser. Questin. Folge einfach dem roten Pfeil, wenn du dich verläufst. Das ist hilfreich. Nun, nicht wirklich. Ich werde einfach nur bezahlt, das zu sagen. Wer bezahlt dich? Die Brauerei Roter Pfeil, Concordias bester Brauer. Sie haben eine Werbekampagne gestartet mit Ballons und allem. Ich dachte, du würdest mir den Weg zu, also, ich weiß nicht, zu einem wichtigen Ort zeigen, den ich aufsuchen sollte oder etwas in der Art. Das ist einfach nur das Firmenlogo, Sir. Das wäre ja ein erstaunlicher Zufall, wenn die Pfeile zu irgendwas Interessantem oder zu deinem aktuellen Ziel im Leben führen würden. Das wäre schon eigenartig, stimmt. Ich bin übrigens Zest. Ich bin Questin. Ja, stimmt. Das ist... Ich glaube, das ist einfach nur ein total geiles Easter Egg. Easter Egg, sage ich schon. Ein total geiler Running Gag, dass du halt immer wieder ihn hast, der dir zeigt, wo du lang gehen musst, aber das reiner Zufall ist. Ich glaube, das ist wirklich so, der findet das mega lustig. So, da ist. Hier muss ich hin, genau. Siehst du?
Siehst du, er hat mir... Guck, und da ist wieder ein roter Pfeil, der genau hierhin zeigt. So ein Zufall aber auch, ne? Gehen wir mal rein in die Tischlerei. So, hallo? Ja, ich bin hier. Bist du der Tischler? Ich bin ein bescheidener Tischler, ja. Ich würde gerne ein paar Möbel für meine neue Farm kaufen. Ich bin gerade eingezogen und das Haus ist ein bisschen heruntergekommen. Bist du ein Kunde? Ich schätze, das bin ich, ja. Dann ist dies wirklich ein Tag der Erlösung für dich. Warum? Weil du Jesus gefunden hast. Das ist Jesus. Jegliche Ähnlichkeiten mit dem in der Bibel stehenden Jesus wären rein zufällig, weil sonst wäre das Blasphemie. Wir nennen ihn Jesus. Und Jesus wird dein Geld retten! Es werde Licht! Alter, was ist das für ein Spiel? Ich kann nicht mehr. Was ist denn das? Okay, das ist mein Bett hier. Kann ich das jetzt gewinnen, oder wie? Boah, ein Bett. Ich will dieses Bett. Ich brauche dieses Bett. Wie viel kostet es? Nun, das ist ein schönes Möbelstück. Ich habe einmal 3 Tage lang in einem davon geschlafen. Meine Freunde dachten, ich sei tot. Oh Junge, was war das für eine Woche? Das ist genau das, was ich brauche. Ich schlafe auf einer Holzplanke. Ich habe auch einige Zeit auf einer Holzplanke verbracht. Es war keine sehr glückliche Erfahrung. Ich fühle deinen Schmerz, Bruder. Wie auch immer. Los geht's. Ich kann dir das wirklich nicht für bloßes Geld verkaufen. Dies ist ein Premium-Artikel, der nur für Mitglieder der kulinarischen Liga erhältlich ist. Und was soll das bedeuten? Ich brauche eine Siegesmarke. Klingt nach etwas, das unglaublich leicht zu beschaffen ist. Sie werden in der Regel an den Sieger eines kulinarischen Wettkampfs vergeben. Darin können aber nur registrierte Köche teilnehmen. Also kein Bett. Nun, ich habe von einem Koch gehört, der eins an Nicht-Profis anbietet. Er könnte bereit sein, sich für einen bestimmten Preis davon zu trennen. Ein Versuch ist es wert. Dann solltest du vielleicht die Grotte am nördlichen Strand überprüfen. Aber vielleicht solltest du dich erst einmal in der Stadt umsehen. Warum? Du wirst diese Marke nicht umsonst bekommen können. Du musst sie entweder in einem Duell gewinnen oder dafür bezahlen. Das heißt, du brauchst gute Zutaten, einen Haufen Geld oder beides. Ich verstehe. Irgendwelche Ideen? Was das Geld angeht, naja, das hier ist Ambrosia. Die meisten Köche hier werden bereit sein, für einen Haufen Geld ein Duell anzunehmen. Du solltest dir vielleicht die Parade ansehen, die ich direkt am Osttor gesehen habe. Den Leuten zu helfen könnte auch nützlich sein. Früher waren nachts Leute in der Taverne, seriöse Geschäftsmann. Achso, nachts in der Taverne, seriöser Geschäftsmann, die heißt so. Aber ich habe gehört, dass der Besitzer in Schwierigkeiten ist. Vielleicht findest du auch auf der Straße einige Leute, die Hilfe brauchen. Mit dem Geld kannst du nützliche Dinge kaufen, wie zum Beispiel Saatgut im Laden direkt vor der Tür und einige magische Schmuckstücke im Zauberladen auf dem alten Platz. Ich habe auch einige normale Gegenstände zum Verkauf, die du mit normalem Geld kaufen kannst. Also, damit ich das richtig verstehe, erkundige dich nach den Bedürfnissen der Leute und sprich mit Köchen, um dich zu duellieren. Kaufe ein paar Samen im Laden draußen, nützliche Kleinigkeiten im Zauberladen, auf dem alten Platz und Möbel hier drin. Und besuche Orte wie den Jahrmarkt und die Bars in der Nacht, um zu sehen, ob jemand Arbeit für mich hat. Gut so. Und dann geh zur Hölle am nördlichsten... Ach, zur Hölle. Nein, Jesus würde niemals sagen, geh zur Hölle. Jesus. Und dann geh zur Höhle am nördlichen Strand, um zu versuchen, die Marke zu bekommen. Hier, nimm das. Es könnte dir helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Oh, der schenkt mir 200 Gold? Wow, du leihst mir einfach so Geld, ohne überhaupt zu wissen, wer ich bin. Danke, Jesus. Übrigens, ich bin Zest. Kein Problem, Zest. Gewöhn dich nur nicht daran. Ich helfe gerne denen, die sich selbst helfen. Das ist Jesus' Lebensmotto. Sämtliche Ähnlichkeiten mit... Ach, ihr kennt den Rest. Okay, hier könnte ich jetzt was kaufen. Brauchst du etwas? So. Was haben wir denn für normale Waren? Ein Schlachthaus. Hier schließen deine Tiere ihren Lebenszyklus ab. Funktioniert am besten, wenn du das antike Zähmungsgerät verwendest, um sie auf das X zu locken. Ich brauche ein Bolzenschutzgerät. Niedriger Zaun. Oh Gott, Entschuldigung. Achtung, nicht stolpern. Ein grüner Boden.
und Vogelscheuche. Es gibt eigentlich nicht so viele Vögel in Ambrosia, aber sie lässt dein Gehöft entsprechend aussehen. Dekorative Pflanze. Dieser hübsche gelbe Pflanzentopf kommt mit einer sehr schön aussehenden Pflanze. Dekorative Pflanze 2. Diese schön aussehende Pflanze wird komplett in einem ansprechend blauen Topf geliefert. Okay, ich denke, all das brauchen wir aber erstmal noch nicht. Apfelsamen. So, ja, dann gehe ich jetzt mal wieder hier raus. Gut, es ist jetzt auch schon wieder 4 p.m. Viel machen können wir sowieso nicht mehr, glaube ich, oder? Der hat eine interessante Frisur. Wetten, der Typ steht jetzt nicht mehr da. So ein Zufall aber auch. Der Typ, dessen Schild oder Pfeil oder wie auch immer in eine gewisse Richtung zeigt, ist nicht mehr da. Was ist das denn? Alter, da gibt es so viel zu entdecken, ne? Da ist ein Pfeil. Da ist ein Pfeil. Ich muss nach da unten. Ich finde die Idee so mega geil, ne? Ich finde die hammergeil, die Idee, dass man da runter, dass man da gezeigt bekommt, wo man hin muss. Alter, was ist denn mit dir passiert? Sharky. Hallo, willst du Spaß haben? Tut mir leid, ich stehe nicht so auf sowas. Was? Ist denn sowas? Naja, mit dem Kostüm und allem. Nicht, dass ich dich verurteilen würde oder so. Ich meine, jeder hat seine Vorlieben. Das ist ein Maskottchen-Outfit, um Werbung für meinen Jahrmarkt zu machen. Und du hast einen sehr kranken Geist. Was für ein Jahrmarkt ist das? Sharkys Schatzhöhlen-Jahrmarkt, direkt hier am Stadtteil Alter Hafen. Jeden Nachmittag beim Windmühlen-Aussichtspunkt geöffnet. Der größte Schatz in Concordia wartet auf dich. Oh, ich werde das im Hinterkopf behalten. Du hast aber zweimal Schatz gesagt. Vielleicht ist es ein bisschen unnötig. Dann lieber Beute. Das größte Teil in Concordia könnte das falsche Publikum anziehen. Das steht da. Das kann man doch nur zweideutig verstehen. Komm schon, Mann. Hol dir Hilfe. Ja gut, das ist auch die Original-Toffee-Gedanke. Von dem her, ich sollte mir vielleicht auch mal Hilfe holen. Was war das denn jetzt? Zur nördlichen Strandbucht gehen. Ach so. Der ist ja verschwunden. Die sind alle verschwunden. Ach, zu einer gewissen Uhrzeit ändert sich quasi hier die ganze Ausgangssituation. Das ist interessant. Ja, jetzt hat sich nämlich alles geändert. Offiziell um 6 Uhr abends, da ist auch das Schild weg, dann ändert sich alles. Okay, weiß nicht, wie ich das finden soll, weil es ja jetzt ziemlich plötzlich kam, so nach dem Motto so Schnips und alles ändert sich. Hätte ich jetzt natürlich schöner gefunden, wenn die ganzen, wenn die ganzen Leute halt hier anfangen, dann in ihre Häuser zu gehen oder sonst irgendwas, damit es ein bisschen fließenderen Übergang hat. Aber gut, ist jetzt nicht so wild, ne? Und wieso schlagt ihr euch schon wieder? Der ganze Torf ist gaga. Was passiert hier? Oh, guck mal, ich will mittanzen. Ich will mittanzen. Tanze die Zirtaki. Hey, Questin! Hey, Zest, vergiss nicht, im Zweifelsfall dem roten Pfeil folgen. Ich merk's mir. So ein Zufall, dass er genau da hin zeigt, wo ich hin muss. Das ist so geil. Oh, guck mal hier, kann ich Krabben mitgehen lassen? Ernsthaft? Und die laufen nicht weg? Normalerweise sind Tiere, die so zutraulich sind wie diese Krabbe, oftmals mit Tollwut befallen. Ist wirklich so. Wenn Tiere sehr, sehr zutraulich sind, ist das meistens ein Zeichen davon, dass sie Tollwut haben. Aber ich nehme sie trotzdem mal mit. Ich kann sie als Haustiere zu Hause halten, oder? So, guck mal hier. Schon mal ein bisschen was an Gegenständen gefarmt. Ist doch gar nicht so schlecht, oder? So, und da muss ich als nächstes hin. Aber, Leute, es ist jetzt schon spät. Ich glaube, wir... Und der Part ist jetzt eigentlich auch schon wieder vorbei. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück.
Ja, ja, macht ihr nur Party, ne? Ich gehe schlafen, ihr Besoffskis. Guck mal hier, der pennt sogar schon. Immer diese Besoffenen. Was? Revolution. Das Dorf ist sowas von durch und ich liebe es. Das ist absolutes Chaos hier. Hier drehen alle am Rad. Hier fühle ich mich wohl. Hier würde ich Urlaub machen im Real Life. Ja, genau. Wir gehen jetzt also in Richtung heimwärts und speichern das Spiel dann ab und beenden den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt bitte an die Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Ich persönlich bin ja jetzt an dem dritten Part. Ich habe ja immer so gesagt, so 4 bis 5 Parts mache ich, um mich zu entscheiden, ob mir das Spiel zusagt und ich es gerne weiter... Hä? Was ist das? Ein Ei? Das habe ich noch nie gesehen. Ich denke nicht, dass es von einer örtlichen Spezies kommt. Ja, ich weiß, Speckmeer darüber. Oh. Okay, ich habe ein Ei gefunden. Gut. Also nächstes Mal kümmern wir uns um unsere Eier. Ja. Ja. Ich bin hellauf begeistert von diesem Spiel. Ohne Witz jetzt. Ich finde den Humor so göttlich. Es macht echt Spaß. Das Farmen, das muss ich jetzt noch rausstellen, ob das wirklich gut ist, ob das wirklich motivierend genug ist, ob man hier genug machen kann, ob die Kochduelle wirklich abwechslungsreich und anspruchsvoll sind. Das muss ich alles noch rausstellen. Das heißt, da hätten wir jetzt eigentlich noch ein bisschen was zu tun und auch ein bisschen was auszutesten. Aber das würde dann schon wieder so tief ins Detail gehen, dass... Ihr seid einfach in mein Haus gekommen? Bist du Besitzer dieses Hauses, Zest? Es scheint so. Ich bin Sous-Chef Bosco vom Kulinarium. Wir haben Bericht über nicht lizenziertes Kochen in dieser Gegend gehört. Nicht lizenziertes Kochen? Wir wurden darüber informiert, dass du kürzlich an einem Kochwettbewerb teilgenommen hast. Stimmt diese Behauptung? Nun, da war diese Sache mit dem Esel, aber das war nur ein Wahnsinniger mit einer Plane. Da schien keine Lizenz erforderlich zu sein. Ganz sicher war da eine erforderlich. Wahnsinn ist genau das Problem. Dann musst du in dieser Stadt einen Heidenspaß haben. Lass ich mich erklären. Normalerweise drücken wir ein Auge bei den Untergrundwettkämpfen in Ambrosia zu, solange sie nun im Untergrund bleiben. Aber in diesem gab es laut unseren Experten eine Plane, Kostüme und eine Art Tiershow. Zu laut für ein nicht lizenziertes Ereignis. Woher weißt du das? Niemand sonst war da. Und das ist gut für dich. Wäre Publikum da gewesen, hätte ich dir eine Strafe verpassen müssen. Da du aber neu in der Stadt zu sein scheinst und wohl keine bösen Absichten hegst, lasse ich das durchgehen. Dieses Mal. Aber wenn du wirklich in dieser Stadt professionell kochen möchtest, benötigst du eine Kochlizenz. Und ich nehme an, es gibt eine Gebühr für diese Lizenz. Sie beträgt 1000 Escudos. Kein Rabatt. Auf einmal zu zahlen. Du wirst registriert und erhältst eine Basislizenz. Das ist unglaublich viel Geld. Es hat sich erwiesen, dass es eine effektive Weise ist, sicherzustellen, dass die lizenzierten Köche in Concordia es wirklich ernst meinen. Man kann es als öffentliche Dienstleistung ansehen. Eine sehr profitable öffentliche Dienstleistung, wie es scheint. Wie ich sagte, es ist nicht verhandelbar. Wenn du nicht auf professionellem Niveau kochen möchtest, brauchst du dafür natürlich keine. Wenn du jedoch vorhast, deinen Lebensunterhalt durch Kochen zu verdienen, dann triff mich in der Stadt, wenn du bereit bist zu zahlen. Und es wird mir ein Vergnügen sein, dir eine Lizenz zu erteilen. Ich überlege es mir. Gut, und um künftige Missverständnisse zu vermeiden, gebe ich dir eine Ausgabe der Gesetze des Kulinarium. Oh, klar, ich schaue es mir später an. Es war mir eine Freude. So, wo ist der Anwalt der Stadt? Ich würde gerne ein paar Leute verklagen, dass sie uneingeladen in mein Haus kommen und wegen Hausfriedensbruch da so einen Prozess laufen lassen. Ne? Wir könnten uns auch in der Mitte einigen. Ich kriege eine Lizenz, muss nichts zahlen und ich verklage euch nicht. Seht ihr? Das ist Toffi, wie er leibt und lebt. Ja, ich gehe jetzt schlafen und... Ich würde dem Spiel auf jeden Fall, wenn ihr wollt, noch weiter Chance geben, bin aber noch nicht hundertprozentig sicher, ob es als Let's Play für euch gut genug ist. Ihr müsst einfach weiter am Ball bleiben. Ich weiß, es klingt immer so ein bisschen fies,
Leute, ihr müsst halt einfach zuschauen und bewerten und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich habe so viele Sachen, die ich gern spielen würde. Und ich muss wissen, was euch gefällt. Ansonsten, ich wollte schon wieder zwei weitere Spiele antesten die Woche, weil ich Bock hatte, diese Spiele anzutesten. Habe es aber gelassen, weil ich einfach nicht wusste, wie ich es noch auf den Kanal bringen konnte. Ich habe ja keine Zeit, um alles rauszubringen. Deswegen, wenn ihr das unbedingt haben wollt, dann bitte zeigt es mir. Zeit ins Bett zu gehen, nehme ich an. Komm schon, Zest. Es ist nur ein altes Gebäude. Es gibt Schlimmeres, worüber du dir Sorgen machen musst. Komm, wieder Schreie. Diesmal mache ich nicht aus. Lass mich raten, das ist einfach der Esel. Dem hat jemand auf den Schwanz getreten. Oh je, ich habe definitiv etwas gehört. Okay, keine Panik. Ich bin ein erwachsener Mann. Ich muss das Haus überprüfen und zwar gründlich. So. Das machen wir jetzt auch. Und ich mache nicht den Part aus. Ich weiß, wir haben Überlänge. Ist egal. Nichts. Es ist niemand hier. Heißt das, dass es hier wirklich spukt? Nein, mach dich nicht lächerlich. Muss der Wind gewesen sein. Ja, der Wind, der durch die Ritzen in den Wänden zieht. Ich gehe wieder ins Bett und denke ganz fest daran, dass diese Erklärung absolut Sinn macht. Oh Gott. Lieber Temporus, wenn das so weitergeht, sterbe ich noch an Schlafentzug. Ich fange an, mir ein wenig Sorgen zu machen, aber was kann ich tun? So, und damit wären wir aber wirklich am Ende. Danke für die Bewertungen und fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, hoffentlich bei Epic Chef. Tschüss.